Herzlich willkommen beim neuen Video der Borgard Akademie. Heute möchten wir Ihnen unseren Universal-Testmonitor vorstellen. Der Begriff Testmonitor beschreibt bei weitem nicht alle Möglichkeiten, die dieses Gerät Ihnen bietet. Deshalb möchte ich mit Ihnen die einzelnen Punkte anschauen und ich starte mal mit dem Thema IP-Kamera-Test. Ich habe hier die Möglichkeit, die Kameras direkt per Netzwerkkabel aus dem Gerät heraus mit PoE zu versorgen. Ich kann diese PoE-Verbindung hier aktivieren. Es ist grün, sie liegt an. Und ich gehe zurück in die Gerätesuche und das Gerät durchsucht nun den LAN-Port auf Kameras. Es hat hier eine Kamera auf dieser IP-Adresse 13 gefunden und die möchten wir uns jetzt mal anschauen. Ich bekomme hier die Meldung Benutzername Passwort falsch. Ich muss mich hier anmelden mit Admin und dem Passwort. Und ich bekomme ein Bild dieser IP-Kamera. Des Weiteren kann ich nun mit dem Gerät den Variofokal-Zoom verstellen. Das bedeutet im Klartext, ich kann auf einem Steiger stehend mir eine IP-Kamera in einem Masten bereits einrichten, ohne dass eine Verkabelung erfolgt ist, da ich mit dem Gerät komplett autark bin. Des Weiteren kann ich auch hier direkt Aufzeichnungen starten, die das Gerät auf der beiliegenden SD-Karte aufnimmt. Somit habe ich auch später bei zum Beispiel Vorortbegehungen mit dem Gerät und einer Kamera in der Hand die Möglichkeit, dem Kunden die einzelnen Standorte zu demonstrieren, wie die Kamera das später sehen wird. Und ich kann mich auch hier in diese weiterführenden Menüs einloggen. Soweit, ich kann auch auf die Webpage gehen der Kamera und kann mich hier anmelden. Und könnte hier zum Beispiel jetzt bei Einstellungen im Bereich Netzwerk auch Netzwerkadressen für diese Kamera einfügen. Ich sehe den Hostname, die Kamera. Ich sehe die MAC-Adresse der Kamera. Ich sehe die aktuelle IP-Adresse der Kamera. Und kann hier mit dem Gerät arbeiten. Wir verlassen nun den IP-Bereich und gehen in das nächste Tab zum Thema Analogkameras, TVI, AHD und TVI-Kameras. Auch diese kann ich hier problemlos anschließen. Ich habe hier eine Analogkamera vorbereitet und ich kann mir hier das Bild dieser Kamera anzeigen lassen. Das Gerät bringt auch einen Kabeltester mit. Zum einen diese einfache Version, die, wie Sie sicherlich kennen, einfach nur die Adern durchprüft. Dazu ist auch dieses Remote-Kit, das hier unten angegeben ist, mit beigefügt als Adapter für das andere Ende des Kabels im Netzwerkbereich. Und ich kann hier quasi diese Dinge prüfen. Die Kabeltester mit TDR bieten mir noch eine weitere Möglichkeit,
die Kabelpaare zu prüfen und eventuell auch auf Fehler oder Dämpfungsprobleme des Kabels einzugehen. Wie bereits gesagt, das Gerät verfügt über die Möglichkeit, Aufzeichnungen durchzuführen. Die werden mit der kleinen SD-Karte aufgezeichnet, die dem Gerät beiliegt. Und wenn ich hier jetzt kurz reingehe, dann sehe ich hier die Aufzeichnungen, die wir soeben mit der Kamera gemacht haben. Ich kann natürlich auch Snapshots machen, sprich Standbilder schießen mit der Kamera und auch hier im Browser mir anschauen. Ich kann Audioaufnahmen durchführen. Ich kann den HDMI-Eingang hier auf das Gerät schalten. Also ich habe hier eine vielfältige Möglichkeit, Daten anzuschauen. Gehen wir weiter in den Bereich der, ich sage, digitale Werkzeugkiste. Das Gerät verfügt über einen 24 Volt Ausgang, den ich hier schalten kann. Ich habe hier die Möglichkeit, PSE-Geräte zu prüfen, also Power Supply Equipment. Das heißt, ich kann prüfen, ob der Switch, an dem mein Gerät hier mit dem Netzwerkkabel verbunden wurde, auch Strom liefert. Und Sie sehen, es ist ein PoE-Switch, an dem ich mich hier befinde, und er liefert auch entsprechend Spannung. Dasselbe geht mit dem 12-Volt-Eingang bzw. 12-Volt-Ausgang. Ich kann hier zum Beispiel eine Analogkamera anbinden und mir anzeigen lassen, ob diese Kamera Strom zieht. Prüfung von zum Beispiel DC-Adaptern. Bringt das Gerät Spannung heraus? Ja oder nein? Kann ich hier durchführen und er zeigt mir dann, wie viel Spannung und in welchen Kategorie es Spannung liefert. Der Testmonitor ist Wi-Fi-fähig. Ich kann hier alle WLAN-Frequenzen sehen, die mich hier im Bereich empfangen kann. Und ich kann mich auch hier mit verschiedenen Geräten verbinden. Der nächste Punkt ist ein, wie ich denke, sehr nützliches Tool, zum Beispiel bei der Berechnung von Speicherplatz. Ich habe hier die Auflösung. Ich gehe hier auf Zeit gegeben.
Ich gebe hier die Codierung an. Ich wähle die Auflösung meiner Kameras. Ich wähle die Anzahl der Kameras und sage berechnen. Und ich bekomme hier das Ergebnis angezeigt für 28,4 Stunden, 1,19 Tage bei einer Festplattenkapazität von 500 GB. Ich kann natürlich auch jetzt das hier entsprechend verändern. Auf 1200 GB und dann habe ich eine Aufnahmezeit von 2,84 Tagen. Bei Platz gegeben, dasselbe Spiel, ich habe die Codierung, ich habe die Auflösung, ich habe die Anzahl der Kameras und er sagt mir hier für meinen Tag bei diesen 5 Kameras mit dieser Auflösung brauche ich 422 GB. Schauen wir uns den Objektivrechner an. Ich stehe hier vorm Objekt und muss mein Objektiv berechnen. Das heißt, welche Fokuslänge brauche ich denn? Ich habe die Sensorgröße, die kenne ich. Das ist jetzt 1,5 Zoll. Der Abstand zum Objekt sind 15 Meter. Die Breite des Objektes sind 3 Meter. Und ich lasse ihn rechnen und er empfiehlt mir, eine Fokuslänge von 25 mm zu verwenden. Es gibt hier noch die Möglichkeit, mit einem Diagramm das auch mal zu veranschaulichen. Und wie ich finde, ein äußerst nützliches Tool, wenn ich im Feld mich befinde und hier Angaben machen muss. Gut, serielle Kommunikation 485, RS-485, wenn ich zum Beispiel bei Analogleitungen noch die Störleitungen habe für die PDZ-Dome. Ich habe hier QuickOffice für irgendwelche Aufzeichnungen. Ich habe hier einen Taschenrechner, der im Gerät mit eingebaut ist. Und ich habe hier auch ganz nützlich eine Taschenlampe, die hier am Gerät auf der Vorderseite ein relativ helles LED schaltet. Unter den Apps finden Sie die Burgcam HD App, sprich die unseres Hauses. Bei Fragen finden Sie einen eingebauten User Guide, der Ihnen zu all den Punkten sehr schnell Übersichten liefert. Also macht es das Handling des Gerätes sehr bequem, einfach. Das Gerät selber kann über das WLAN bzw. LAN Updates erhalten. Er bietet mir hier einzelne Tools an, die zum Update bereitstehen und ich wähle manuell aus, welches Tool ich updaten möchte. Schauen wir in die Einstellungen. Es beginnt rechts oben mit Sprache, Datum, Uhrzeit, IP-Einstellungen. Hier haben wir wieder die Wi-Fi-Optionen, Helligkeit, Lautstärke, SD-Karte. Ich kann FTP-Server ansprechen. Ich habe auch hier die Möglichkeit, das Gerät über ein Netzwerk remote auf den Monitor zu bringen. Das ist das, was Sie jetzt gerade sehen. Ich habe mich hier quasi mit dem Gerät verknüpft. Alles an Bord.
Und im Bereich der Nettowerkzeuge bekommen Sie Auskunft über die beiden LAN-Schnittstellen, IP-Einstellungen und einige weiterer hilfreicher Tools aus dem IP-Bereich. So, das ist unser Universal-Testmonitor. Im Großen und Ganzen betrachtet ein sehr hilfreiches Tool, das über den reinen Testmonitor, wie man ihn von früher kennt, doch weit hinausgeht. Und ich bin somit hier mit meinem Demo-Gerät durch alle Punkte durch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Burkhardt Akademie Video. Auf Wiedersehen.